Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, ich weiß, dass man das jetzt nicht machen soll, gleich gar nicht auf nüchternen Magen. Und vor allem, ja, alle, die so ab der Mitte hier rüber sitzen, müssen jetzt ganz, ganz tapfer sein. Aber stellen Sie sich vor, Sie wachen am Montagmorgen auf und in Deutschland regiert Rot-Rot-Grün. Es kann ja sein, die Wahlen sind erst am Sonntag. Der Kanzler wäre dann natürlich nicht Per Steinbrück, sondern es wäre Gunter Gabriel oder Sigmar Gabriel, so heißt er. Aber man muss ja dann, er ist eh nicht unterhaltsam, deswegen komme ich ganz klar. Er hat eh nicht viel Gewicht. Aber man muss natürlich schon mal überlegen, was das eigentlich bedeuten würde, wenn wir in Deutschland Rot-Rot Grün hatten. Da komme ich auf die Farbe Grün noch zu sprechen, aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die auch die potenziellen Koalitionspartner hier auf dieser Seite natürlich verbindet. Wenn man das addiert, wird es bitter für uns alle, denn was dann droht, ist ja zuerst mal ein Raubzug durch die Mitte unserer Gesellschaft. Drastische Steuererhöhungen stehen an und die treffen alle. Wenn ich beispielsweise daran denke, dass Sie die Pendlerpauschale ersatzlos streichen wollen und das in dem Bundesland, wo wir wirklich die meisten Pendler in Deutschland haben, dann ist das nichts anderes als ein Angriff auf die berufstätige Mitte unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren. Sie wollen das Ehegattensplitting komplett abschaffen. Damit wird in Zukunft jede GmbH besser gestellt als eine klassische Ehe. Was ist das für ein Familienbild, meine Damen und Herren? Das ist Ihr Familienbild. Über Erbschaftssteuer, über die Einführung einer Vermögensteuer, die Substanz besteuert, was das für unseren Mittelstand, für unseren inhabergeführten Mittelstand bedeutet, mag ich mir gar nicht ausmalen. Auf jeden Fall ist der Raubzug durch unsere Mitte über Tütensteuer und die Ökosteuer soll auch höher gehen, will ich überhaupt nicht sprechen. Was hätten wir noch? Wir hätten natürlich eine Haftungsunion in Europa. Sie sind doch die großen Fans der Eurobonds. Sie wollen doch, dass am Ende Deutschland für die Schulden von Griechenland und von anderen Ländern haftet. Das wird es mit Schwarz-Gelb, meine Damen und Herren, eben nicht geben. Das ist der Unterschied. Wichtige Infrastrukturprojekte, und jetzt nähern wir uns langsam den Grünen, wie zum Beispiel unsere Waldschlösschenbrücke, über deren Eröffnung wir alle sehr stolz sind, dass wir es geschafft haben. Und die 190.000 Menschen, die am Eröffnungswochenende dort gewesen sind, haben gezeigt, was sie davon halten, nämlich, dass sie sie gut finden. Die wären in Deutschland so ohne weiteres in Ihrer Konstellation nicht möglich. Wir müssten mit Tempo 120 über die Autobahn zuckeln. Herr Gabriel hält sich natürlich persönlich nicht dran, der fährt schon 180, aber uns will er es vorschreiben. Was ist das für eine Moral, liebe Sozialdemokraten? Nicht mit uns. Aber nicht nur das droht Deutschland, sondern durch die Beteiligung der Grünen an dieser Wunschkoalition wird Deutschland vom Land der Möglichkeiten zu einer Verbotszone, und zwar nichts anderes. Selten wurde, meine Damen und Herren, in einem Wahlkampf so deutlich, wofür Grüne in diesem Land stehen. Sie stehen für eine ausgeprägte Verbotskultur. Das ist, meine Damen und Herren, auch eigentlich überhaupt kein Wunder, denn Verbote sind die Folgen Ihres Gesellschaftsbildes. Es ist ein Gesellschaftsbild, das von einem ganz tiefen Misstrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zeugt. Das hatten wir schon mal. Ich will gar nicht darüber diskutieren, wann genau das gewesen ist, aber wir hatten es schon mal und ich möchte es nicht wieder haben, meine Damen und Herren. Aber Sie sind ja, das sehen wir hier in jeder Debatte, in jedem Parlament, von Ihrer eigenen Unfehlbarkeit überzeugt. Nur Sie wissen, wie es geht, nur Sie haben Recht, alle anderen haben Unrecht. Und wer sich Ihrem Gesellschaftsbild nicht anschließt und wer sich eine eigene, andere Meinung leistet, der ist in Ihren Augen sowieso einfach schlichtweg zu blöde, meine Damen und Herren. Es ist Ihr missionarischer Eifer, der Sie antreibt. Und weil es, Gottlob, so viele Bürger in Deutschland gibt, die noch nicht begriffen haben, dass ihre linksgrünen Prophezeiungen dann doch nicht das Glück verheißen, sondern einen eigenen Weg gehen wollen, einen freien Weg gehen wollen, dann gibt es eben nur eine Möglichkeit. Sie müssen diese Menschen zu ihrem Glück zwingen. Und deswegen ist das Verbot als politisches Instrument, meine Damen und Herren, in keiner anderen demokratischen Partei so ausgeprägt
wie bei Ihnen. Sie sollten sich dafür schämen. 1989, als Sie noch Bündnis 90 und nicht die Grünen gewesen sind, haben Sie noch für andere Werte gestanden. Das hat sich geändert. Wir nehmen das zur Kenntnis. Mehr dazu in der zweiten Runde. Dankeschön. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Hunter, das war ja ein sehr interessanter Vortrag, auf den ich schon noch mal kurz eingehen möchte. Das stimmt, auf Ihren Plakaten steht drauf, dass wir entscheidet. Wissen Sie was, mir macht nur Angst, wenn ich darüber nachdenke, wer wir ist. Weil wir, das seid ja ihr. Ihr seid wir. Das ist der Kollege Panther, das ist Herr Trittin, Claudia Roth, das ist der künftige Außenminister Gysi, das ist Frau Nahles, das ist Herr Thomas Jörg, der sich, wie ich im Sachsenspiegel interessanterweise gelesen habe, ja für Minister Rabel in Berlin hält. Oho, da werden die sich freuen über diese Verstärkung, die ich dort gesehen habe. Wir, das sind nicht die Bürger. Das seid ihr, niemand anderes. Und das, eins muss man dazu sagen, lieber Kollege Panther, dass wir entscheidet, aber du Bürger, bezahlst das alles. Das ist die Wahrheit und darauf müssen wir hinweisen. Noch viel interessanter aber, lieber Kollege Panther. Ich habe Ihre hohe Stimme nicht verstanden. Gehen Sie ans Mikrofon, bitte. Also ich höre es nicht. Viel interessanter, lieber Kollege Panther, ist eine andere Einlassung. Sie haben gesagt, gerade einmal 2% der Sachsen zahlen den Spitzensteuersatz. Und was haben Sie gesagt? Da trifft es die Richtigen. Wissen Sie was? Das zeigt genau Ihre Denkweise. Dieser Erhöhung des Spitzensteuersatzes ist für Sie eine Strafsteuer für diejenigen, die mehr verdienen. Ob Sie sich das auf redliche Art und Weise geschaffen haben, weil Sie vielleicht erfolgreich gearbeitet haben, weil Sie was riskiert haben, ist für Sie völlig egal. Sie wollen eine Strafsteuer einschaffen. Mit 2% der Sachsen, die einen Spitzensteuersatz höher zahlen, werden Sie den Haushalt ja nicht konsolidieren können. Das, wofür die SPD in diesem Land steht, meine Damen und Herren, ist das Entfachen einer Neiddebatte, nichts anderes. Und das hat Deutschland wirklich nicht verdient. Ich will Ihre Wortwahl, also Dialekt ist mir egal, aber Ihre Wortwahl schon kritisieren, lieber Herr Panther. Also ein bisschen Niveau sollten auch Sie in dieses Parlament bringen. Und dass Sie sich den Slogans der rechten Seite hier bedienen, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber das ist dann eben so, damit müssen Sie am Ende selber klarkommen. Frau Hermenau, welche Verbote, Sie stehen da gerade draußen, weil Sie es so schön genannt haben, auf den Plakaten. Da steht auf den Plakaten, die von der FDP geklebt worden sind, beispielsweise keine höheren Steuern. Richtig, wir wollen Steuern nicht verbieten. In Deutschland werden die Steuern niemals niedrig sein, weil wir uns aus ethischen, humanistischen Gründen auch dieses Sozialsystem leisten und leisten wollen. Aber noch höhere Steuern, das unterscheidet uns in der Tat, wollen wir nicht. Das ist nicht notwendig, gleich gar nicht in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen auf allen Ebenen, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass die Energiekosten bezahlbar bleiben müssen. Richtig, das wollen wir. Wir wollen, dass die Daten dir gehören. Für uns, liebe Kollegen von den Grünen, sind die Bürgerrechte tatsächlich ein wichtiges Thema. Für Sie offensichtlich nicht. Ich nehme das gern zur Kenntnis. Und darauf möchte ich auch hinweisen, man mag das alles, was hier gesprochen wird, die Beispiele, die auch Christian Piewarz gebracht haben, für Klamauk halten. Ja. Wenn Sie Billigflüge verbieten wollen, von mir aus, seien Sie so mutig, stellen Sie sich an den Flughafen in Dresden, stellen Sie sich an den Flughafen in Leipzig und demonstrieren Sie für diese Forderung. Sie können auch gerne die erste Klasse in der Deutschen Bundesbahn verbieten. Ich hätte es anders gemacht, ich hätte die zweite Klasse verboten, das wäre sozialer, dann können alle von dem besseren Standort profitieren. Aber das passt dann wieder zu dem Gesicht von Renate Künast. Lebensfreude ist halt nicht Ihre Sache, das wissen wir ja. Sie können auch den Neustädtern und den vielen, vielen Hunderten, ja Tausenden im Sommer, die auf der Elbwiese sitzen, das Grillen und den Alkohol in den Parks, im Alaunpark und sowas verbieten. Versuchen Sie es, seien Sie nur so ehrlich und zeigen Sie, schreiben Sie es auf die Plakate in der Neustadt. Das wäre wenigstens auch ehrlich. Aber, meine Damen und Herren, Sie können auch das Rauchen verbieten. Gerne an möglichst allen Stellen. Das ist auch, ich verstehe Ihr Lebensbild. Sie, wir sind gegen das Rauchen, aber kiffen, das sollen Sie alle. Das sind Sie, nichts anderes.
Das mag alles nach Klamauk klingen. Und das ist alles auch ganz launig, keine Frage. Aber es steht für Ihr Weltbild. Und Sie machen genau an diesen Punkten ja nicht Stopp. Es geht oft auch um wesentliche Sachen, wo Sie die Verbotspartei sind. Fortschrittsgeist, neue Technologien, Forschungsfreiheit, Stammzellenforschung, nur mal als Beispiel. Das ist Ihnen alles ein Dorn im Auge. Wichtige Infrastrukturprojekte, ich komme zum Schluss, sind mit Ihnen nicht durchsetzbar. Die Verbote fangen beim Klamauk an und hören bei wichtigen gesellschaftlichen Fragen eben noch lange nicht auf. Und genau deswegen müssen wir Ihre Regierungsbeteiligung mit der Wahl am Sonntag verhindern. Vielen Dank, meine Damen und Herren.